Nachdem ich ja die letzten Tage in dem Wald war, wo ich nur Müll gefunden hatte, war ich jetzt hier gerade mal eine Stunde in einem neuen Wald unterwegs. Und das ist die Ausbeute von vielleicht einer Stunde. Und gerade eben hatte ich dieses schöne Stück hier. Jetzt habe ich hier so einen Topf gefunden und in dem Topf war eine Batterie drin. Hier habe ich schon ein bisschen sauber gemacht. Eine Diamond-Batterie. Diamond. So eine Batterien kommen in diese Taschenlampen drin, in die Wehrmachtslampen. Davon habe ich letztens auch eine gefunden. Und ich wollte einfach mal diese Batterie hier festhalten, auf Kamera, weil die nämlich zerfällt. Damit man die auch mal gesehen hat. Ich habe auf alle Fälle erstmal. Warten. Ein Schatz? Boah. Eine Kiste oder sowas? Also irgendwie Steak. Ja, ja. Immer das gleiche mit dir. Große Reden schwingen, aber am Ende kommt nichts bei rum. So. Hat ich hier schöne Tage. Draht. Hey, hier ist noch mehr. Das ist der Deckel. Ein Topf. Ein anderer Topf. Ein kleines Müllloch hier. Natürlich sehr interessant. Alter, Scheiße. Warten. So, das ist eine Bärenfalle. Alter, nimm die Hände weg da. Ich bin gerade hochgemacht. Scheiße. Ehrlich jetzt? Wie eine Bärenfalle. Das Ding war zu. Ach, quatsch nicht. Nicht? Mann, was du immer für komische Fantasien hast. Bärenfalle. Pass auf, dass da eine kleine Hornisse rauskommt. Mehr Draht. Na gut. Nee, das ist hier drin, Alter. Krieg ich nicht raus. Ist so bestimmt nicht. Ist eine Kiste auf alle Fälle. Aber. 2 Reichsmark. Aber schon ganz schön gelb-grün. Ein bisschen bürsten hier. Was ist drin? Was ist denn hier los, Alter? Paul von Hindenburg. Schon wieder ein Paul. Ich habe jetzt 2 Gläser gefunden. Und diese Gläser sind mit irgendwas befüllt. Auf jeden Fall schlägt der Metalldetektor an. Zumindest bei dem Ehenglas. Und irgendwie scheint hier auch so ein bisschen Silber durch. Ich glaube, das ist nur Alufolie. Aber wenn was anderes ist, wäre natürlich super. Aber das ist mir natürlich nicht vergönnt. Das ist das hier, was ist das? Naja, das ist eine bodenlose Frechheit sogar. Irgendeine Tüte. Schade. Ich dachte, ich bin hier jetzt so glücklich wie der Klugscheißer Dan mit seiner. Sein Gefäß da mit Orden drin. Und noch mehr. Der Deckel. Das wart erstmal. Das wart jetzt schon wieder mit Sonnen, aber zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch ein paar Fotos von den Funden.